Ich stehe hier nachts in Madrid vorm Estadio Santiago Bernabeu, das ja im Zuge seiner Runderneuerung in einigen Stellen noch nicht ganz perfekt ist. Hier und da fehlt noch eine Verkleidung, da steht noch ein Bauzahn oder ein Gerüst. Aber das Spiel, was hier heute Abend stattgefunden hat, das war relativ nah an der Perfektion. Zwei ja sehr, sehr starke Mannschaften. Nicht überraschend, dass sich hier Real Madrid und Manchester City einen Austausch auf allerhöchstem Niveau geleistet haben. Ein 3:3, was schon ziemlich sehenswert war. Das ist nicht groß überraschend, aber wenn man das dann doch über 90 oder mehr als 90 Minuten sieht, eine Augenweide. Es war gleichzeitig auch so ein bisschen das Duell zweier Philosophien. Auf der einen Seite Manchester City mit sehr viel Kontrolle, mit sehr viel Ballbesitz. Fast zwei Drittel des Spiels haben sie den Ball gehabt, haben viel mehr Pässe gespielt, haben sich immer wieder rum um den Strafraum gespielt. Und auf der anderen Seite Real Madrid, die versucht haben, ihre schnellen Spitzen um Vinicius Junior und Co. schnell in Szene zu setzen, vertikale Bälle zu spielen und dadurch auch erfolgreich waren zwischendurch. Nicht umsonst so ein Tor gemacht auch. Und ja, am Ende ergab das ein leistungsgerechtes Unentschieden, einem Spiel, in dem es gar nicht so viele hochkarätige Torchancen gab, aber trotzdem immer wieder hoch und runter ging. Ein offenes Ergebnis fürs Rückspiel in ziemlich genau einer Woche dann in Manchester. Und man darf erwarten, dass das Spiel, was dann da stattfindet auf der Insel, genauso hochklassig und spannend sein wird wie das heute.